Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge des Gothic 3, die Götterdämmerung Add-on Let's Plays. Wo ich noch einmal raustappen möchte, weil ich was wissen will. Ja, perfekt. So, also, wir waren dabei, dass wir letzte Folge das Gold hatten, um uns die Predator-Rüstung in Faring zu besorgen und wir Fleisch, 15 rohes Fleisch, Keulen, wo ich noch nicht weiß, was es ist, nach Vengar zu Theodor bringen sollen. Wir waren gerade hier in der Ecke, ich hatte hier noch ein bisschen Loot abgekriegt und wollte hier ja einmal wegen dem Fleisch gucken und einmal wegen der Rüstung, aber bevor wir zurückgehen und uns die Rüstung kaufen, wollte ich noch diese beiden Ögerchen hier töten. Vorausgesetzt, ich krieg sie tot. Ich glaube, zwei Ogre auf einmal waren zu viel. Bin mir da gerade nicht sicher, aber ich bin jetzt definitiv schon zu low. Probieren es mal mit einmal heilen. Ich will mal noch nicht aufgeben, aber ja, zwei Ogre ist einfach sinnlose Ressourcenverschwendung. Es ist halt wirklich sinnlos. Ganz ehrlich. Also einer ist ja wäre wahrscheinlich kein, oder ist auch kein Problem, aber zwei ist halt einfach so, ja, was soll's. Ich habe sie gepult. Und habe damit die Folge heute als keine gute Kampffolge deklariert. Obwohl eigentlich, dass ich gegen zwei Ogre kämpfe, es eigentlich gut aussieht. Nein! War so klar. Komm, töte doch den ersten hier, danke. Sonst müsste ich mich eigentlich nochmal heilen, aber ich habe keinen Mana mehr. Das Ganze nicht unbedingt besser macht, aber wir haben ihn. Mann. Okay, zuerst heilen. Geht nicht, kein Mana. Dann einmal die 8. Dann essen wir uns voll und heilen uns nicht voll. Und trink selber noch einen Schluck Kaffee. So, haben wir. Schnaps und Wein. Hängt ja ein. So, wir gehen noch die Kiste da hinten looten. Und dann holen wir uns endlich die geile Predator-Rüstung. Wie lange ich schon versuche, die zu kriegen, das kannst du gar keinen erzählen. Hallo. Ja, gut, okay. Nichts, was mich interessiert. Wir können gleich noch in Faring gucken, ob ich da vielleicht noch einen Händler finde, der mir Mumphy verkauft. Weil ein bisschen Gold sollte übrig bleiben, nachdem wir bei diesen, weiß gar nicht, wie die Typen hier heißen, letzte Folge, die Waffen gekriegt haben, die ja jeweils 3000 wert sind. Hier. Bei den Viechern hier. Ah, ich weiß ja, wie ich es rauskriege. Mensch. Wie diese Waffen. Trogloiden. Trogloiden-Keulen. Wegen denen sind wir hier. Während sich meine Maus mal wieder im Kabel so verheddert, dass es sich wunderschön im Kreis dreht. Es tut mir leid. So. Auf geht's nach Faring. Die Predator-Rüstung holen. Das nächste Ziel wäre dann eigentlich jetzt, nachdem wir die Predator-Rüstung haben, dass ich Berserker lerne und genug Stärkepunkte habe. Aber meine Befürchtung, die wird wahrscheinlich auch so bleiben und sich bestätigen, ist, dass wir das jetzt nicht mehr lernen können, Berserker, weil wir den Typen, wo wir Berserker hätten lernen können, bereits getötet haben. Und zwar diesen einen Ork-Anführer. Das ist zwar ein bisschen schade, weil ich hätte den Skill echt gerne gehabt, aber jetzt nicht mehr zu ändern, ich werde damit leben müssen. Notfalls versuche ich nur an das hier noch ranzukommen, wobei ich davon so weit entfernt bin, 200 altes Wissen. Ich mir da echt keine Hoffnung mache, dass ich das irgendwo finde. Aber gut. Nehmen wir es so hin.
So, und hier oben war jetzt irgendwo der Händler, der mir die Predator-Rüstung verkauft. Ich glaube, im zweiten Gebäude. Bin mir da gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube eher. Handeln. Genau. Ah. Zu früh gefreut. Sie kostet keine 125, sie kostet 150. Ach, na gut, die hat er natürlich nicht. Kriegt man denn so viel zustande? Lasst mich mal überlegen. Da müsste ich eher woanders sein und nicht bei ihm, um das zu gucken, ob das zustande kriege, ob ich das zustande kriege. Sieht mir aber nichts. Ach komm, wir gehen erstmal kurz woanders hin. Was willst du? Da habe ich mir die falsche Zahl gemerkt. Wunderschön. Oh Mann. Er hat auch kein rohes Fleisch. Er hat noch Gold. Das hätte ich gerne. Genau, 6000. Perfekt. Hast du vielleicht was zu essen? Auch nicht. Aber er hat auch noch 8000 Gold. Das heißt, der kriegt von mir auch einmal alles, was ich nicht brauche. So. Hier behalten wir alles. Denn dann wäre hier noch was. Da wäre es das. Und den Rest will ich auch behalten. Goldausgleich. Fehlen 18.000. Gut, die 18.000 werden wir jetzt nicht besorgt kriegen, sehr wahrscheinlich. Oh, der hat Mana-Pflanzen. Ist ihr noch, wo ich Mana-Pflanzen gesucht habe? Den Faring wäre jemand gewesen, der hätte eine gehabt. Wäre ich mal nach Faring gegangen. Oder hier, der wäre auch gar nicht da gewesen. So, ich gucke jetzt ganz kurz noch bei den Händlern hier vorbei, ob einer von denen noch zufällig rohes Fleisch verkauft, was ich kochen könnte, also was ich verkaufen kann. Es steht halt auch wirklich wieder da. ...15 Keulen rohes Fleisch. Der Punkt ist, dass dieses Fleisch hier, das rohes Fleisch, keine Keulen sind, sondern halt rohes Fleisch. Schinken sie hier aus wie eine Keule, ist aber keine. Jetzt ist die Frage, ist das ein Design-Bug oder ist das was anderes? Weiß es leider nicht. Was mich ein wenig wurmt. Also das mit der Predator-Rüstung, die 18.000 Gold, ganz ehrlich, die kriegen wir auch noch zustande. Machen wir uns nichts vor. Wird die Welt nicht untergehen. Wie gesagt, man könnte auch überlegen, jetzt hier anzufangen, Sachen zu verkaufen. Da würde ich locker hier, ich pack mal alles rein. Zack, bam. Naja, nicht ganz. Da unten würden die 18.000 stehen. Ne? Aber das will ich ja gar nicht. Ich will das ja gar nicht verkaufen. Diese Schriftrollen. Deswegen. Ne? Ja, wir kriegen die 18.000 schon nach hin. Machen wir uns keine Gedanken. Und dann sind wir halt einmal umsonst nach Faring gelaufen. Dann weiß ich zumindest gleich, dass es hier keine Coins zu kaufen gibt, weil ich jetzt doch fix alle Händler absuche. Die mir einfallen. Kampf und eine Zweihand. Ne, interessiert mich auch nicht. Während Faring selber wieder wunderschön am Ruckeln ist. Erstmal Pause machen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Störe mich nicht. Ich mach erst mal. Also hier in Faring merkt man halt wirklich, dass hier so viele NPCs in diese Stadt gepackt wurden, dass das Spiel einfach in die Knie geht. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Da ist ein Händler. Er hat leider auch kein Fleisch. Was ist mit dir? Lass mich. Du hast auch kein Fleisch. Und hier oben war, glaube ich, gar kein Händler, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Oder?
glaube, hier waren nur... Ich verstehe nur die Hälfte von den Worten. Hier waren nur... Du hast auch sicher Krieger-NPCs, ja. Hier war keiner zum Handeln. Lass mich in Ruhe. Das habe ich mir richtig gemerkt. Gut. Machen wir wieder ab aus der Stadt. Gehen wir weiter farmen. Ihr wisst ja, in welche Richtung ich will. Ich hoffe mal, dass diese Ruckler aufhören, sobald ich es geschafft habe, wieder die Stadt zu verlassen, dass sie aus dem Speicher fliegt. Bis jetzt noch nicht. Obwohl es schon minimal besser ist. Aber noch nicht so, dass ich sage, es ist deutlich. Ja, und jetzt fahren wir uns hier, wie gesagt, über Vanguard nach oben in den Norden. Theoretisch gesehen, je nachdem, ob sie da eine unsichtbare Wand hingesetzt haben oder nicht, gibt es dort genügend Wölfe, die wir töten können, welche rohes Fleisch droppen müssten, die wir ja brauchen, welches ich ja vermute, dass ich es brauche, von daher sollte das passen. Und beim Gold wissen wir jetzt mittlerweile auch, wir brauchen 18.000 noch. Ich habe mich ein wenig verschätzt, aber ja, wie bereits erwähnt, habe ich mir einfach die Zahl falsch gemerkt und passiert. Ob es in der Hauptstadt noch Vendoren gibt, die Essen verkaufen? Habe ich da jetzt Lust, jetzt zu gucken? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Dann lassen wir es auch. So. Hier waren die Oger, die wir getötet haben. So richtig ist die Performance nach dem Verlassen der Stadt auch jetzt nicht so weit nach oben gegangen, dass ich sage so, Mensch, es läuft wieder gut. Es ist immer noch so eine Performance. Ist keine Katastrophe, aber wenn jetzt zu mir einer sagen würde, das Spiel läuft ruckelfrei, dann würde ich sagen, irgendwie ruckelt es vor meinen Augen. Ja, der kommt. Ja gut, okay. Das ist eher so typischer Bug. War keiner bis jetzt hier. Also ist hier unten am Strand etwas, wenn hier schon ein Weg runter geht? Nö. Schade. So, hier wollte ich gucken, ab jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir in einen noch nicht erkundeten Kartenbereich tatsächlich wieder hervor eindringen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt schon schaffe. Okay, also die sehen schaffbar aus. Wahrscheinlich nicht, wenn ich beide auf einmal bekämpfe. Ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen sinnvoller kämpfen müssen, aber die waren jetzt nicht so, dass ich sage, das ging gar nicht. Jetzt sind sie auch ein bisschen auseinandergelaufen. Perfekt, und da kommt auch nur einer. Wunderbar, genau so wie ich es wollte. Auch wenn ich mit der Predator-Rüstung mich hier wesentlich wohler gefühlt hätte, wird es auch ohne gehen.
Ich hänge irgendwo. Mann, blöder Baum. Da! Da! Ah, perfekt, Dämon. Was soll's? Easy. Münzen und Heiltrank. Da wollen wir doch mal hoffen, dass da hinten die Kisten auch irgendwas Cooles beinhalten. Obwohl, wenn Dämonen so einfach sind, warum sollte jetzt da was Besonderes sein? Ach, egal. Wir gehen einfach mal gucken. Da hinten habe ich ja noch ein Lagerfeuer gesehen. Wo ich noch nicht weiß, ob da auch noch Monster sind. Und die Frage ist, ob ich die Kisten aufkriege oder ob ich dafür wieder meine Zauber anwenden muss. Obwohl ich bei zwei Dämonen tatsächlich auch mal wieder eine Kiste aufzaubern würde. Ja, ich sehe nichts mehr. Ich drücke einfach nur Linksklick. Da ich wirklich auch nichts sehe, kann ich auch nicht damit aufhören. Jetzt sehe ich wieder was. Na ja, gut, ist ja so gut wie tot. Das passt ja. Einfach durch den Bus... Durch den Busch geschnetzelt. Dämonen. Von wegen. Und ich hatte Angst hier. Speichern. So, was sind das für Kisten? Ja, wir machen die am wertvollsten aussehende Kiste zuerst auf. Ja. Ich glaube, wir haben die Predator-Rüstung. Ich muss gleich mal gucken, wie viel die Waffe jetzt wirklich wert ist im Verkauf. Okay, das ist nicht so wertvoll gewesen. Zack, zack. Wir haben gesagt, uns fehlen 18.000, 8.500. Na gut, okay. Hat er doch ordentlich im Preis gesunken. Dann fehlen noch 10.000 Gold jetzt. Na gut, okay. Wir haben sie doch noch nicht. Immer noch nicht. So, noch einmal voll heilen. Dann gucken wir an das Lagerfeuer hier hinten. Okay, hier ist niemand, außer zwei Kisten. Irgendwann finde ich mal eine verfluchte Kiste. Dann habe ich ein dummes Gesicht. Ja, auch nichts Wertvolles leider. Und die ist auch nicht sonderlich wertvoll. Sie ist nicht wertlos, aber... Ja... Ne? Das geht besser. So, ob es diese Wand übrigens im Hauptspiel auch gab, da bin ich überfragt. Was zu essen? Ja! Lasst euch töten, meine Schweinchen wild. Droppen sogar, Mensch, direkt mal 4. 15 brauchen wir. Dann sind wir bei 8. Heißt, 5, 7 fehlen uns noch. Sehr schön, noch ein Wildschwein. Die sind der... Also, solche Mobs sind der Hauptgrund, warum ich erkunden gehe. Jetzt fehlen noch 5 Fleisch. Wenn das das richtige Fleisch ist. Ja, und schlagen ja gerade eigentlich perfekt 2 Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt habe ich gesehen, dass da links ein Weg hochgeht. Hier, wo die Domänen, genau. Was ist denn heute los, satztechnisch bei mir? Wortausdruckstechnisch. Wo die Dämonen waren, geht hier der Weg weiter. Und da latschen wir doch auch einfach mal rein. Und gucken, wo wir hinkommen. Wir müssten ja theoretisch gesehen in den Norden reinkommen. Über einen sehr unorthodoxen Weg. Es kann aber auch sein, dass es hier ein nicht in den Norden reingeht, sondern dass hier einfach nur hier hochgeht. Ist sogar tatsächlich so, hier geht es einfach nur hoch. Schade. Also hier oben wäre ja, wie gesagt, mein Ziel gewesen, dass ich in den Norden reinschnacksle, aber anscheinend muss ich dann doch diesen Weg hier nutzen, um in den Norden zu kommen. Oder es muss sogar noch schwieriger werden. Es wird noch schwieriger werden, in den Norden reinzukommen. Das kann natürlich auch sein. Wir erkunden dann jetzt eine andere Ecke zuerst. Keine Sorge. Ich habe durchaus noch mehrere Backup-Pläne. Also wir haben noch genug Ecken, um Fleisch zu suchen. Keine Sorge. Und zwar möchte ich gerne hier auf diesen Berg hoch. Da ging es von... Müssen wir hier runter? Da ging es hier nach oben. Da möchte ich mal noch hochgucken. Und gucken, ob da oben vielleicht eventuell... das ist, was ich suche.
Aber die 20 Minuten sind rum. Das heißt, wir gehen einmal in die nächste Folge. Sammeln dann weiter Fleisch und vielleicht kriegt man ja noch die letzten 10.000 Gold. Jetzt wirklich 10.000 Gold zusammen für die Liberator-Rüstung. Ja, und ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.